Der Betrieb, das ist oft die längste Lebensphase im ganzen Zyklus eines Bauwerks. Dabei ist die Betriebsmannschaft und das Instandhaltungspersonal auf einen Haufen Informationen angewiesen. Wie sie im digitalen Zwilling auf Knopfdruck zu diesen Informationen kommen, das zeigen euch die Leute, die für den Betrieb und auch die Instandhaltung verantwortlich sind. Um Wartungs- und Instandhaltung mit den richtigen Ressourcen zu planen, ist es wichtig zu wissen, welche Komponente wie aussieht, in welchem Gebäude, Raum und wo sie sich im Raum befindet. Dies kann ich nun jetzt mit dem digitalen Zwilling vom Büro aus planen. Davor mussten wir uns alle vor Ort treffen, um das Ganze zu besprechen. Wenn wir auf der Anlage unterwegs sind, zum Beispiel für einen Rundgang, und sehen, dass eine Komponente vielleicht etwas seltsam tönt, können wir anhand des digitalen Zwillings herausfinden, was es für eine Komponente ist, wer dafür zuständig und eventuell auch schon Dokumente raussuchen. Der digitale Zwilling beinhaltet ein 3D-Modell und eine Punktwolke mit Bildern. Die zwei zusammen helfen uns, ein genaues Bild von der Umgebung und der Komponente zu schaffen. Der digitale Zwilling verwende ich vor allem für Situationen im Gebäude innen zu überprüfen, wenn ich irgendwelche Planungen habe, wo ich Massgruppen überprüfen kann, in Höhen, wo ich nur mit Hilfsmitteln ankomme, kann ich mich so schön durch das Gebäude durch navigieren und Massen überprüfen. Für das ist es ein riesen Mehrnutzen, den wir haben. Im Vergleich zu früher ist es heute viel effizienter geworden. Ich kann heute vom Bürotisch aus kann ich Situationen im Gebäude überprüfen, nachvollziehen und anschauen, wo ich früher ins Gebäude hineingehen musste. Für die meisten war das Projekt fertig, wo der Bau gestanden ist. Man hat vielleicht nur an den Betrieb gedacht. Wenn man aber den ganzen Lebenszyklus anschaut, dann ist auch der Rückbau ein wichtiger Teil davon. Im letzten Teil wollen wir euch mitnehmen, wie wir heute schon planen, das Gebäude irgendwann einmal rückzubauen.